Auf diesen Brief, oder sagen wir so, auf den Inhalt dieses Briefes, habe ich 6 Jahre hingearbeitet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Deutschen Donnerstag. Vorerst möchte ich mich entschuldigen, dass es so lang nichts gekommen ist, kein einziges Video hochgeladen worden ist, aber ich werde euch gleich erzählen, warum das so war. Also ihr werdet wahrscheinlich wissen, worum es jetzt in diesem Video geht. Aber bevor wir auf das zukommen, möchte ich eben sagen, die letzten 2 Monate waren extremst anstrengend für mich. Da ist es nicht nur darum gegangen, dass ich Content produziere, weiterarbeite, meine ganzen Verpflichtungen nachgehe. Aber neben dem auch noch das größte Projekt meines Lebens so far war... Ich will mich für die Green Card bewerben. Das heißt, ich habe mich schon viel früher beworben, aber die letzten 2 Monate war es einfach nur so, dass ich Informationen sammeln habe müssen, mehr Evidence für mein Talent zusammensammeln habe müssen und das dann einfach meinem Anwalt schicken, damit der das dann weiterleiten kann. Wenn es über einen Anwalt kommt, geht es dann besser. Also, jetzt ganz einfach, ich wollte 100% meine komplette Aufmerksamkeit meinem Visum widmen, weil ich gewusst habe, das entscheidet über den Rest meines Lebens. Also, dieser Brief hier, natürlich habe ich ihn schon aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe zuerst überlegt, dass ich das komplette Video strukturiere und dann einfach ganz genau drüber sprich, wie ich es erreicht habe. Aber was mir ganz wichtig ist, ist am Anfang jetzt einfach mal zu sagen, wie emotional das Ganze für mich war. Da schaut sich mal den Clip an. What happened? You got it? You got the green card? Ich bin komplett zusammenbrochen. Ich habe auf diesen Moment 6 Jahre lang hingearbeitet. Wie ich in 2014 Österreich verlassen habe, habe ich gesagt, okay, ich setze mir das Ziel, ich bekomme die Green Card und ich werde keine Abkürzung nehmen. Es gibt einige. Ich will mir und dem Land beweisen, dass ich talentiert genug bin, um das Talent, ein EB1, ein Talent Green Card zu bekommen. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, wenn du dir so ein großes Ziel setzt und nach 6 Jahren erreichst du das endlich, dann passiert halt das. Yay! Oh mein Gott! Woohoo! You got it! Jetzt fangen wir mal bei Step 1 an. Viele haben mich gefragt, wie ich das erste deutsche Video gemacht habe, wie hast du deine Green Card gekriegt? Das hat keiner gewusst, dass ich nicht einmal eine Green Card habe. Deswegen will ich jetzt bei Step 1 anfangen, damit ihr ganz genau wisst, wie kann man das erreichen, wenn das ein Ziel von euch ist. Okay, 2014 habe ich mich dazu entschlossen und habe gesagt, okay, ich will nach Amerika gehen, ich will Schauspieler werden, ich will auch in Amerika leben und das ist mehr oder weniger mein Weg nach Amerika. Das heißt, Step Nummer 1 war informieren über Visum. Was braucht man? Wie kommt man da hin? Wie lange darf ich da bleiben? Was muss ich machen? Was darf ich machen? Was darf ich nicht machen? Das Wichtigste Nummer 1 ist, Informationen sammeln, bevor du in ein anderes Land ziehst. Ich meine, das ist mehr oder weniger, für mich war das ein Prerequisite, eine Grundvoraussetzung, mich zu informieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Was ich aber relativ oft in Kommentaren sehe, ist dann, dass die Leute einfach sagen, wie geht das, wieso hast du eine Green Card, ich kenne mich nicht aus. Ganz ehrlich, ich würde die Leute nicht beleidigen, die sagen, sie kennen sich nicht aus und dann suchen sie einfach eine einfache Lösung. Wenn du wirklich nach Amerika gehen willst, dann musst du einfach dich hinsetzen und das rausfinden. Aber, deswegen mache ich jetzt das Leben viel einfacher. Ich mache jetzt dieses Video und sage euch ganz genau, wie es ich gemacht habe. Also, 2014 habe ich mir das Ziel gesetzt, nach Amerika auszuwandern, mit dem Hauptziel, ich will meine Green Card erhalten. Nummer 1 war, ich brauche ein Studentenvisum. Ich wollte Schauspieler werden, das heißt, ich habe mich für die Schauspielschule beworben, habe Videos gedreht und habe die dann zur Schauspielschule geschickt. Dann bin ich Gott sei Dank angenommen worden und dann hat es nochmal geheißen, okay, passt. Was kostet die Schule? Was kostet Wohnen, Leben? Was kostet ein Auto, Versicherung? Alles. Ich habe einmal ein Budget machen müssen und sagen müssen, okay, wie viel Geld brauche ich fürs erste Jahr? Weil auf einem Studentenvisum, F1 Student Visa, that's what it's called, darfst du nicht in den United States arbeiten. Das heißt, wenn du ein Student bist, darfst du nur studieren. Du darfst Geld ausgeben, aber keines einnehmen. Das ist einmal ganz, ganz, ganz wichtig, weil viele haben dann während der Schulzeit dann eben gefragt, ja, warum gehst du nicht zu Starbucks? Ich darf nicht. Es gibt mir keinen Job. Ich darf nichts machen. Die Schule selber, da waren dann zusätzliche Sachen dazu. Es waren knapp 30.000 Dollar für ein Jahr Studium an der Schauspielschule. Zusätzlich sind dann noch dazu gekommen zwischen 2.500 und 3.000 Dollar pro Monat inklusive Rent und Essen. Zu dem Zeitpunkt habe ich in einer Wohnung gewohnt, habe ein kleines Auto gehabt, einen Mini Cooper.
Ja, und bin halt jeden Tag einkaufen gegangen und habe geschaut, dass ich einfach in Bulk einkaufen gehe. Das heißt, ich bin mit knapp 3.500 im Monat durchgekommen. Das klingt jetzt abartig, aber die Rent alleine hat 2.250 gekostet, wie ich herzogen bin. Das war ein Studio-Apartment, ein Raum mit 40 Quadratmeter, 2.250. Fast forward, ich habe die Schule abgeschlossen, bin dann fertig gewesen. 2 Monate bevor ich die Schule abgeschlossen habe, habe ich mich bewerben müssen für ein OPT. Ein OPT ist ein Optional Practical Training, which means it's, Entschuldigung, was bedeutet, dass du ein Jahr lang in dem Field of Studies, wie heißt es jetzt auf Deutsch wieder, deinen Studiengang, darfst du in diesem Feld arbeiten. Das heißt, für mich war das dann ganz einfach, ich darf nur Schauspieljobs annehmen. Das heißt, ich darf jetzt nicht einen anderen Amerikaner einen Job bei Starbucks, bei McDonald's, was auch immer, wegnehmen. Das heißt, ich darf nur Schauspieljobs annehmen. Ich beworben für meine OPT. Zu diesem Zeitpunkt habe ich keinen Anwalt verwendet. Ich habe das einfach alles selber gemacht. Das heißt, ich habe mich einfach hingesetzt, habe dann stundenlang recherchiert und geschaut, welche Formulare brauche ich, welche Fees muss ich bezahlen, wie lange darf ich dann da bleiben, muss ich wieder ausreisen. So viele Informationen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten alles in ein Video kriege. Aber ich hoffe, dass das Sinn ergibt. So, wir sind jetzt wieder dort. Schule abgeschlossen, mein OPT eingereicht. Das sind, glaube ich, 350, 400 Dollar gewesen, was ich da bezahlen habe müssen für die einfach nur diese Fee, damit die das halt bearbeiten. Dann habe ich mein OPT erhalten, aber du kannst dir dann aussuchen, wann du dein OPT starten möchtest. Das heißt, ich bin nach dem Studium nach Hause gegangen für, ich glaube, drei Monate bin ich zurückgegangen nach Österreich und danach hat dann im November mein OPT wieder angefangen. So, dann habe ich ab 2015 im November mein OPT gestartet, habe dann ein Jahr lang Zeit gehabt, um mich zu etablieren, um einen Namen für mich zu machen, damit ich dann des Weiteren für ein O-1 mich bewerben kann. Ein O-1 ist ein Talent Visa und ist für Extraordinary Talent. Okay, das heißt, war dann in meinem OPT drinnen, ein Jahr lang Zeit gehabt. In diesem Jahr habe ich absolut, in den ersten 6 Monate habe ich absolut nichts bekommen, keinen einzigen Job. Ich bin jeden Tag auf eine Audition gegangen. Ich glaube, ich habe zwischen 4 und 5 Auditions die Woche gehabt. Und das war schon viel, weil ich habe weder einen Agenten gehabt, noch einen Manager. Das heißt, ich habe alles nur online über diverse Plattformen Jobs gesucht. Bin dann dort eben auf diese ganzen Auditions gegangen und habe dann versucht, mich zu beweisen. Es hat natürlich nicht geklappt, weil es einfach es war einfach extrem schwierig und irgendwann war ich so angefressen, dass ich mir gedacht habe, okay, wisst ihr was, jetzt mache ich einfach meine eigenen Videos. Ich habe ein Jahr lang jeden Tag geschauspielert, ich will jetzt mein Talent, mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, will ich jetzt herzeigen. Ich habe ein Jahr lang studiert, ich will das jetzt machen. Habe dann angefangen mit Social Media, weil einfach viele meiner Freunde in Social Media waren, zu dem Zeitpunkt, wo ich immer auf Auditions gegangen bin. Und dann irgendwann haben sie mal gesagt, Herr, warum machst du nicht deine eigenen Videos auf Social Media? Und dann haben wir gedacht, okay, gut, probier das auch nochmal an. Dann habe ich mein erstes Video gedreht. Und dann alles explodiert. Also Social Media mäßig, boom, so nach oben. Auf einmal wollte CAA mit mir arbeiten, das ist eine der größten Agencies in Los Angeles. Dadurch habe ich dann eben die Connections in der Industry bekommen, war dann schon dort dabei. Habe dann mit denen angefangen zusammenzuarbeiten, habe dann bessere Castings gekriegt für größere Rollen. War relativ knapp oft bei der Auswahl dabei, aber dann halt nie gewonnen, mehr oder weniger die Audition, aber ich habe dann extrem gutes Feedback gekriegt. Es wollten immer mehr Leute mit mir zusammenarbeiten, weil sie gesehen haben, hey, der Junge ist talentiert, der gibt Gas, der ist immer on time, weiß seine Lines und so weiter und so fort. Das heißt, es hat mir dann natürlich wieder einen Boost gegeben, weil man gedacht habe, hey, cool, soweit hat sich alles ausbezahlt, also ausgezahlt. Soweit hat sich alles ausgezahlt, ja. Durch diesen Social Media Growth habe ich dann extrem viele Presseartikel bekommen, wo dann eben Leute über mich geschrieben haben, dass ich halt ausgewandert bin aus Österreich, dann jetzt groß in Amerika das gemacht, also was aufgebaut habe. Dann in Amerika war ich dann schon in Presseartikeln wie, ja, der Newcomer from Austria. Das heißt, Leute wurden aufmerksam auf mich, was gut war. Das heißt, ich habe diese ganzen Presseartikel, diese ganzen Kontakte, die ich gehabt habe, einfach mal alle gesammelt, weil ich gewusst habe, für mein O-1-Visum, das Talent-Visa, muss ich Reference-Letters haben. Das heißt, da müssen Firmen, die mit dir zusammengearbeitet haben, müssen dann einfach sagen, hey, der ist extrem gut, wir wollen den in diesem Land haben, weil. Und dann müssen die halt schreiben, warum du ein Extraordinary Talent bist. Da habe ich, glaube ich, knapp 25 Reference-Letters
gehabt oder Recommendation Letters von Firmen, Agencies, Industry Leaders. Ja, also wirklich viele, viele verschiedene Menschen haben mir da dabei geholfen, mich unterstützt, weil sie gesagt haben, ich sehe Talent, ich sehe, wie hart du arbeitest, ich will dich unterstützen, dass du auch da bleiben darfst. So, das heißt, das habe ich mir alles zusammengesammelt, diese ganzen Presseartikel habe ich zusammengesammelt und dann habe ich mich beworben für ein O-1 Talent Visa. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auf jeden Fall einen Anwalt gebraucht, weil das ist dann nicht so einfach, das kannst du dann einfach hinschreiben und schicken und sagen, hey da, ich will jetzt ein O-1 haben. Das heißt, es muss wirklich absolut gut organisiert sein. Und da habe ich jetzt noch eine Surprise for you. Das hier. Schaut euch mal diesen Folder an. Das alles ist meine Bewerbung für ein O-1 Visa. The reference letters, press articles, contracts, like so viele verschiedene Sachen, die beweisen oder rechtfertigen können, dass ich Talent habe und damit ich da bleiben kann. Das heißt, das habe ich dann mit einem Anwalt gemacht, habe das dann auch eingereicht und dann, Gott sei Dank, habe ich mein O-1 Talent Visa für 3 Jahre bekommen. 2017, sobald ich mein O-1 Visum erhalten habe, habe ich sofort gesagt, jetzt fange ich sofort an, Evidence zu sammeln für meine Green Card Application, weil ich ganz genau weiß, das hier ist ein O-1. Eine Green Card ist so groß. Ich weiß, weil ich habe sie selber geschrieben. 500 Seiten über mich selber mit Verträgen, mit Reference Letters, Recommendation Letters, mit allem Möglichen, mit Presseartikel, mit die ganzen Interviews, die ich gegeben habe, alles übersetzt, in Papierformat übertragen und eingereicht. An diesem Teil, weil da kommt jetzt genau der Brian Stevenson ins Spiel. Der Brian Stevenson war mein Lawyer und er war einer der besten Immigration Lawyers, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Egal wann ich ihn angerufen habe, er hat ganz genau gewusst, wie hart ich dafür gearbeitet habe. Er hat ganz genau gewusst, wie nervös ich war, dass ich das wirklich alles pipi-fein, tip-top vorarbeiten kann. Er hat mich da komplett unterstützt. Ein riesen Shoutout für Brian Stevenson. Und ich habe sogar noch einen Zuckerl für euch. Normalerweise kostet ein Erstgespräch bei ihm $300. Aber wenn ihr ihm schreiben wollt, wenn ihr ernsthaft drüber nachdenkt und sagt, zuerst ich will nach Amerika auswandern, Baby Steps, so wie ich angefangen habe, er ist der Mann, er weiß alles über Immigration Law und wirklich Respond Time, Wahnsinn. Also wie gesagt, wenn ihr ihn anschreiben wollt und in dem Betreff Bartel schreibt, dann kriegt ihr 50% für ein Erstgespräch. Brian, danke dir nochmal. Du verstehst es eh nicht, was ich sage, aber trotzdem danke. Und alle, die Interesse haben, nach Amerika auszuwandern, der Brian ist wirklich tipptopp. Der weiß alles über jedes einzelne Visum, jede einzelne Möglichkeit, wie du nach Amerika auswandern kannst. Ja, schreibt ihn an. Auf jeden Fall, wir haben das alles dokumentiert. Wir haben alles halt richtig aufgearbeitet. Ich habe dann, ich glaube, knapp einen Monat lang jeden Tag 3 bis 4 Stunden verwendet, nur an diesem einen Dokument, dieses PDF-Dokument, perfekt zu organisieren, dass es so einfach und ersichtlich ist, dass man ganz genau weiß, wann wurde es gepostet, wer hat mich interviewt, warum ist es von Interesse, welche Firma, welche TV-Channel. All das habe ich in ein komplettes PDF-Dokument gedrückt. Ich kann jetzt nicht mehr Deutsch reden. Und jetzt vor einer Woche habe ich die Bestätigung gekriegt in der Mail, dieser Brief ist angekommen, wo drinnen steht, und das werde ich jetzt vorlesen, ich kann es leider nicht herzeigen. Department of Homeland Security schickt dir dann eine Notice of Action und dann steht da drin, the above petition has been approved, bla 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 und noch 18.000 andere Sachen. Aber das Wichtigste ist, dass meine Green Card Application is approved. Ich habe jetzt mein Medical Exam gemacht, habe das alles meinem Lawyer geschickt. Er schickt es jetzt dann noch weiter an die Immigration and Homeland Security. Die wechseln dann meinen Status von O-1 Talent Visa zu einer Green Card und meine Green Card ist jetzt available oder ich habe meine Green Card jetzt für die nächsten 10 Jahre, ohne dass ich einen Sponsor brauche, ohne dass ich auf irgendwas angewiesen bin. Ich bin mehr oder weniger, ich wohne jetzt da. Das heißt, jetzt ist es soweit, wenn ich jetzt wieder nach Amerika zurückkomme, heißt das nicht bei der Immigration dann, was machst du da, sondern dann heißt es, welcome home, sir. Und auf das freue ich mich schon extrem. Ich wollte das jetzt einfach mit euch teilen. Ich weiß, es war extrem viel Information und ich weiß gar nicht, ob ihr das haben wollt, aber ich habe gesehen, dass so viele nachgefragt haben, wie funktioniert das mit Green Card, Studentenvisum, O-1, Sponsoren, wie funktioniert das, braucht man einen Sponsor und so weiter und so fort.
Deswegen, ich wollte euch immer nur das geschwindes Video machen. Ich freue mich extrem. Ich habe noch einiges zu tun mit Paperwork. Das muss ich jetzt noch alles wegschicken. Und in den nächsten 3 bis 4 Monaten kommt dann die Green Card in der Post. Und dann habe ich sie in der Hand. Da gebe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Update. Hinterlasst einfach einen Kommentar mal in diesem Video und lasst mir wissen, was ihr genau wissen wollt, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, und ich würde euch einfach helfen, falls Interesse daran besteht. Wenn es kein interessiert ist, auch okay. Ich bin einfach nur so happy momentan, dass ich das einfach mein Wissen teilen will, weil wenn ich nur einem Menschen da draußen jetzt geholfen habe, dass er ein bisschen mehr weiß, wie er jetzt nach Amerika auswandern kann, weil das sein Ziel ist, dann bin ich schon happy. Danke fürs Einschalten. Ich weiß leider nicht, ob ich nächste Woche wieder einen deutschen Donnerstag schaffen werde, weil, wie gesagt, ich habe noch einige Sachen zu tun. Ich fliege jetzt auch nach Miami wieder. Die Amanda und ich haben aber einen gemeinsamen Channel aufgebaut. Wenn ihr euch den einmal anschauen wollt, der ist nur auf Englisch, aber It's About Time, das ist der neue Channel. Ich verlinke den dann in der Endcard. Aber das ist für heute. Ich bin extrem happy. Ja, bis bald. Ich habe meine geile Green Card! Ja, geil! Ja, geil! Ah, so geil, Alter! So geil!